Moin Guys, euer FIFA Sweater ist back am Start heute mit meinem 100 Abonnenten Real Talk. Ja, meine lieben Freunde, heute wollte ich mit euch ein paar Themen besprechen, die mir so in letzter Zeit auf den Herzen liegen. Und das wären unter anderem dabei FIFA Sweater in der Vergangenheit, was geplant ist, was jetzt so als 100 Abonnenten Special geplant ist und es wird auch über euch als Community gehen und ich würde sagen, starten wir rein mit dem Video. Ja, Leute, am Anfang möchte ich mich natürlich erstmal bei allen Leuten bedanken, die mich hier abonniert haben, die aktiv am Start sind, Videos liken, kommentieren, vielleicht auch mal ab und zu Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben. Auf alle Fälle danke an jeden einzelnen Abonnenten von euch, der aktiv am Ball bleibt. Ja. Und da gibt es noch einige Personen, denen ich noch meinen Dank aussprechen würde. Und da beginne ich natürlich mit FIFA Joker. Ja, was kann man zu ihm auf jeden Fall sagen? Er hat mit mir das ganze Ding auf YouTube angefangen. Er zieht es immer noch mit mir durch. Er macht mit mir Videos und er hat mich immer mit unterstützt, genauso wie ich ihn unterstützt habe. Wir sind beide ein tolles Team geworden. Wir verstehen uns auch privat sehr gut, treffen uns dort auch mehrmals im Monat, beziehungsweise auch alle 2 Monate. Und mit ihm habe ich auf alle Fälle einen richtig guten Freund und YouTube-Kollegen dazu gewonnen. Er hat im Livestream in einer Phase, wo ich die 100 Abonnenten dann erreicht habe und ich sprachlos war, hatte das Ding super kommentiert und auf alle Fälle danke an dich, Digga. Und er ist auch maßgeblich mit am 100 Abonnenten Special beteiligt. Aber wie, das werde ich euch später sagen. Ja, Leute, als nächstes kommen wir natürlich zu den besten Abonnenten der Welt, nämlich Hashtag das Mysterium. Und zu ihm brauche ich einfach nicht viel dazu sagen. Er supportet mich auf YouTube, er supportet mich im Real Life. Ich kann mit ihm jeden Abend sprechen. Wir verstehen uns immer top. Er ist bei jedem Livestream mit dabei. Und er hat mich auch in der Phase unterstützt, wo es bei mir relativ schlecht lief. Und auf alle Fälle danke dafür, Digga. Du hast mich auch damals drauf gebracht, mir den Mut gegeben, dieses Real Talk Video mitzumachen, um den Leuten halt mal zu zeigen, wie er seine Zuschauer abzieht. Und ohne dich hätte ich, denke ich mal, nie die Eier in der Hose gehabt, da überhaupt irgendwas zu sagen, weil ich mega Respekt vor solchen Ansagevideos am Anfang hatte. Aber der hat sich dank dir jetzt ein wenig gelegt und wir haben ja noch eine zweite recht gute an Passi aufgenommen. Auf alle Fälle danke an dich, Digga, dass du mich immer so sehr supportet hast. Ja, als nächstes kommt natürlich Lechis. Ja, Lechis auf alle Fälle bester Thumbnail-Designer, auch wenn es in letzter Zeit bei ihm nicht so oft geklappt hat. Mache ich auch gar keinen Vorwurf an der Stelle. Bei ihm hat es mit dem Internet mal nicht funktioniert, dann bei mir ne, weil ich habe anscheinend nicht das beste Internet, habe ich so die letzten Wochen festgestellt. Aber er auch immer mit supportet, mit ihm hatte. Er hat mich damals, als ich ganz klein war, mit seinem alten Kanal, der 500 Abonnenten hatte, angeschrieben. Da hatte ich gerade mal 20 Abonnenten oder so. Fand meine Videos klasse, hat dann mit mir aufgenommen und dann auch dieses Jahr eine Serie gemacht, die sich die realsten FIFA-YouTuber nannte. Mit mir auch oft in FIFA 17 aufgenommen, auf alle Fälle auch danke dafür. Durch euch alle sind schon mal auf alle Fälle ordentlich Abonnenten rübergeschwemmt. Ja, Leute, und als nächstes kommen wir zu Gaming Downstairs, der für die letzten Abonnenten, die zur 100 gefehlt haben, gesorgt haben. Und er ist auf alle Fälle der Beweis dafür, dass man sich auf alle Fälle noch nach einer etwas, ja, was heißt hitzig, aber nach einer etwas anderen Auseinandersetzung, die ich mit ihm hatte, privat, dass man dann immer noch sachlich miteinander umgeht, dass man sich wieder vertragen kann. Und auf alle Fälle danke dafür, dass du so jemand bist. Er hat auf Twitter einen Aufruf gestartet, genauso wie Mysterium und Joker in meinem Livestream, der hieß abonniert Sweater. Ja, die haben halt ordentlich Eigenwerbung bei anderen Streams gemacht, daran konnte ich auch nicht viel ändern, aber Grüße gehen an der Stelle raus. Ja, Leute, kommen wir jetzt zu den letzten Monaten bzw. Wochen. Ich habe ja immer versucht, 4 Videos die Woche hochzuladen und einen Livestream, das ist mir weitestgehend ganz gut gelungen, würde ich sagen. An manchen Tagen ging es einfach nicht, weil ich, wie gesagt, irgendwelche Internetprobleme bei mir zu Hause hatte und es teilweise dann ewig gedauert hatte, bis es ein Video hochlädt.
Und mein Kanal hat sich ja im Endeffekt so gestaltet, dass ich überwiegend FIFA bringe, beziehungsweise eigentlich fast nur mal ab und zu ein kleiner Real Talk oder mal ein anderes Video, wie zum Beispiel, welcher FIFA-YouTuber bin ich, was ich hochgeladen hatte von FIFA Germany, nur dass ich selber den Test gemacht habe und wie gesagt auch Livestreams, die so meistens 3 bis 4 Stunden gedauert haben, die mir auch sehr viel Spaß machen. Jedoch muss ich sagen, habe ich mich die letzten Monate ein bisschen zu sehr manchmal privat wegen YouTube fertig gemacht, weil ich hatte sehr oft, was heißt nicht sehr oft, aber ich hatte manchmal das Problem, ich wusste nicht, was ich so wirklich bringen sollte. Ich wusste nicht, was euch gefallen hat. Ich wusste eben nicht, was euch jetzt nicht so sehr gefallen hat. Mittlerweile weiß ich es ein bisschen besser, aber auch nicht so genau. Hab mich deswegen manchmal auch durch diese 4 Videos pro Woche, kann man sich vielleicht gar nicht so stark vorstellen bei einem YouTuber wie mir. Aber auch ich bin gerade eben 10. Klasse, muss auf meinen Abschluss hinarbeiten. Dann nächster Punkt ist, ich habe natürlich auch Privatleben mit Familie, Freunde etc. Und ich habe natürlich auch Hobbys, denen ich sehr gerne nachgehen möchte. Und das sind natürlich 4 bis 5 Videos die Woche plus ein Livestream, eine relative Hausnummer. Aber um mir das Ganze zu vereinfachen, habe ich mir jetzt überlegt, keine Sorge, ich werde weiterhin versuchen, meine 4 Uploads die Woche zu bringen. Ich habe ja vorher, habe ich immer so gemacht, Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag ein Video und Samstag Livestream. Und das wird sich jetzt gar nicht mal so krass verschieben, aber für mich ist es relativ von Vorteil. Ich werde jetzt Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag uploaden und Samstag bleibt als Livestream-Tag. Ja, ich habe das jetzt einfach so umgeändert, weil es mir relativ schwer fiel, am Sonntag ein Video hochzuladen und dann quasi noch eins für Montag aufzunehmen, nachdem ich am Samstag relativ lange gelivestreamt habe. Und das fiel mir ein bisschen schwierig, vor allen Dingen dann das Video am Montag, weil ich dann manchmal auf Krampf auch noch Montag nach der Schule irgendwas aufnehmen musste. Weshalb mir das relativ schwer gefallen ist, die Qualität hat darunter nicht gelitten, aber mir hat es selber nicht viel Vergnügen bereitet. Ja, Leute, kommen wir zum nächsten Thema, nämlich meiner Community, nämlich zu euch. Und mit euch, beziehungsweise mit meiner Community, kann ich sehr zufrieden sein. Auf jeden Fall, die Klicks sind immer mit am Start. Es sind nur wenige Videos bei mir auf dem Kanal, relativ schlecht geklickt. Das wären dann meistens so unter 40 Aufrufe oder auch unter 50. Das passiert glücklicherweise relativ selten, beziehungsweise bis gar nicht. Und wenn, dann weiß ich jetzt mittlerweile auch schon, was ihr nicht so sehr feiert. Auf jeden Fall gibt es nur ein kleines Problem, was ich mit euch, ja, manchmal habe, beziehungsweise das passiert eigentlich nie. Das ist nämlich Kritik. Ja, ihr habt negative Kritik, das kann ich verstehen, also dass ihr negative Kritik habt an mir. Ich bin ein relativ kleiner YouTuber, ich bin mehr oder weniger am Anfang meines YouTube-Daseins, aber ja, es gibt manchmal so Kommentare, wo Leute hinschreiben, hä, das ist sinnlos oder einfach nur, hä, wie es der ein oder andere schon bei mir gemacht hat oder das verstehe ich nicht und das hilft mir nicht wirklich weiter. Also, ich bin der Meinung, wenn ihr irgendwie Kritik habt und ihr das niederschreiben wollt, dann schreibt mir bitte auch genau rein, was ihr an dem Video blöd findet oder was euch nicht so passt. War es vielleicht die Musik? War es vielleicht der Videotitel? War es vielleicht meine Kommentatorenweise? Waren es vielleicht andere Faktoren, die euch irgendwie nicht gefallen haben oder die euch irgendwie verwundert haben? Dann müsst ihr mir das auf alle Fälle unten reinschreiben, weil ich weiß manchmal wirklich nicht, bei manchen Kommentaren, was ich jetzt so wirklich falsch gemacht habe. Ich bekomme auch manche Kommentare, hä, Sven, du bist ein Hurensohn, du beleidigst grundlos. Und solche Kommentare kann ich dann einfach nur löschen. Erstens, weil Hurensohn, solche Kommentare sollte man erst gar nicht lassen. Und zweitens, du beleidigst sinnlos rum, schreibt mir genauer hin, wem ich sinnlos beleidigt habe. Ich habe 2 Ansagen bei mir auf dem Kanal gemacht, davon habe ich keinen so wirklich beleidigt, beziehungsweise waren meine Vorwürfe an die Person relativ gerechtfertigt. Das können, sollten mir die Leute vielleicht ein bisschen konkreter reinschreiben, dafür wäre ich sehr dankbar. Ja, vor uns habe ich ja angesprochen, ich weiß manchmal nicht mehr, was ich hochladen soll und deswegen brauche ich jetzt eure Hilfe.
Ihr wisst, was ich alles in der Vergangenheit so in etwa hochgeladen habe. Ich rufe jetzt mal schnell meine Playlist nebenbei auf, dass ich es ein bisschen einfacher habe. Unter anderem habe ich Sachen hochgeladen wie Pack and Play. Das ist meine neue Serie mit FIFA Joker. Die scheint relativ gut zu laufen von den Aufrufen her. Kurze Schleichwerbung. Wenn ihr bei meinem letzten Pack and Play irgendwie die 10 Likes hinkriegt, dann bekommen wir, dann könnt ihr auch bald sehen, wie ich da ein 50 bis 100k Pack aufmachen werde. Oder auch vielleicht noch etwas geringeres. Aber das würde mich auf alle Fälle sehr freuen. Dann werden ich und FIFA Joker heftigere Packs öffnen. Dann habe ich unter anderem auch FIFA Challenges gemacht und da habe ich unter anderem dabei gehabt, sowas wie das langsamste Team, was ich auch mit bei Extrem Squad Bildern hatte oder auch ein Full Goalkeeper Team. Buy for Sky, wenn man das als Challenge sehen kann. Und ja. Das auf alle Fälle hatte ich bei den Challenges, die mir oft sehr viel Spaß machen. Dann FIFA 17 Elfmeterschießen kommt bei euch manchmal so an, aber ich habe so gemerkt, das ist bei euch jetzt nicht so die beliebteste Serie, deswegen werde ich die jetzt versuchen runterzufahren. Und ja, dann hatte ich noch sowas wie FIFA 17 Player Reviews. Die kamen eigentlich immer recht gut bei euch an. FIFA 17 Buy for Sky eigentlich auch. Die Extreme Squad Bilder zum Beispiel, groß gegen klein oder nur das größte Team in FIFA 17. Das habt ihr auch ganz gut aufgerufen. FIFA 17 Foodschaft unter anderem. Und noch andere Sachen wie die Zukunft habe ich hochgeladen, was ich jetzt allerdings auch beendet habe. Und jetzt kommt natürlich ihr zur Sache. Leute, ihr müsst mir auf alle Fälle reinschreiben, welche Serien, welche Videoformate wollt ihr öfter sehen? Ist es Buy for Sky? Ist es vielleicht doch FIFA 17 Elfmeterschießen? Sind es Pack Openings? Sind es FIFA 17 Foodrafts? Auf alle Fälle brauche ich da eure Hilfe, weil ich mal versuche, meinen Content relativ weitläufig zu halten, aber ich manchmal wirklich nicht mehr weiß, was ich hochladen soll, was ihr mehr sehen wollt, was ihr vielleicht ein bisschen weniger sehen wollt. Da brauche ich auf alle Fälle eure Hilfe. Ihr könnt mir auch gerne Ideen für neue Videoformate in die Kommentare schreiben. Ich habe auch unter anderem schon mal die Idee bekommen hier, wie heißt das, genau, Squad-Builder-Showdowns zu machen, wie zum Beispiel Tizzy Schubech oder No Hand Gaming. Dabei ist allerdings das Problem, dass ich das bei mir erstens wegen einer mangelnden Facecam nicht so gut gestalten kann. Zweitens habe ich jetzt kein Schnittprogramm, wo man mich und zum Beispiel FIFA Joker halt die Bildschirme so geteilt hat. Da könnt ihr mir vielleicht mal reinschreiben, wie man das machen könnte mit diesem geteilten Bildschirm. Und die andere Sache ist natürlich, ich habe nicht so die Coins, um das jetzt zum Beispiel mit einem Luis Suarez oder mit einem der krassesten aktuellen Informs zu machen. Ich könnte dann höchstens mit so einem 10 bis 30k Informstürmer das ganze Ding durchziehen, aber das Team um ihn drumherum wird dann halt auch nicht so teuer. Und ich glaube, ich bezweifle es eher, dass ihr das dann so mega interessant findet. Deswegen, ja, schreibt mir auf alle Fälle, ihr könnt mir auch gerne das Gegenteil in die Kommentare schreiben, wenn ihr das mit etwas günstigeren Spielern sehen wollt. Ich bezweifle es eher, aber schreibt mir auf alle Fälle unten in die Comments rein, was ihr mehr sehen wollt. Und ich würde sagen, kommen wir zu unserem letzten Punkt dieses mehr oder weniger Real Talk Videos zu meinem Kanal. Und da kommt jetzt noch zum Abschluss die ganze Geschichte. Was mache ich denn eigentlich zu den 100 Abonnenten? Ja, Leute, zu den 100 Abonnenten werde ich am Samstag um 20 Uhr höchstwahrscheinlich einen Livestream starten. Und das wird nicht nur irgendein Livestream sein, denn da werde ich insgesamt 100.000 Coins verlosen, die unter anderem 20k von FIFA Joker, 50k von Mysterium und 30k von mir gesponsert sind. Auf alle Fälle Grüße gehen raus an die beiden Ehrenmänner. Richtig nice Aktion von euch, dass ihr mir das zu den 100 Abonnenten mehr oder weniger schenkt. Und da werde ich 100.000 Münzen an 10 Leute verlosen. Das heißt, 10 Leute können sich jeweils über 10k freuen. Ja, beim ganzen Gewinnspiel gibt es aber noch so manche Sachen, nämlich zum Beispiel meine aktiven Zuschauer, die quasi schon lange Zeit mit dabei sind, haben da natürlich einen kleinen Vorteil gegenüber den Leuten, die noch nicht so lange am Start sind, ist auch selbstverständlich, weil ich will den Leuten was zurückgeben, die mich schon längere Zeit supporten. Und die nächste Geschichte ist, klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich will so ein
Zuschauerdurchschnitt von circa 7 Zuschauern haben, damit es sich für mich auch wirklich lohnt, die Coins zu verlosen, dass auch genügend Leute da sind, weil sonst macht es für mich relativ wenig Sinn, wenn nur 3 Leute beim Stream mit am Start sind und die anderen Leute da relativ wenig Chance haben. Das heißt, es liegt an euch, wie viele von euch einschalten, desto mehr Coins tue ich natürlich auch an euch verlosen. Auf alle Fälle hoffe ich, dass ihr zahlreich einschalten werdet und ich werde vielleicht auch, wenn jetzt in meinem ersten Stream davon noch nicht so ein Zuschauerschnitt erreicht wird, werde ich vielleicht noch einen zweiten Stream machen, damit wir die dann voll verlosen können. Ich hoffe, dass ihr diese Chance wahrnehmt und ich wünsche euch natürlich allen viel Erfolg und hoffe, dass ich euch am Samstag im Stream sehen werde können. Ja, Leute, jetzt kommt es dazu, wie zufrieden bin ich eigentlich mit meinem Kanal? Mit meinem Kanal bin ich sehr zufrieden. Ich bin ein YouTuber, der kein Clickbait macht. Warum ich gerade eben so lange gezögert habe, weil Leute mir schon öfters mal so ein bisschen leichten Clickbait vorgeworfen haben, könnt ihr auf jeden Fall machen. Aber alles das, was ich in den Thumbnails und Videotiteln schreibe, kommt auch vor. Und ich bin auch sehr zufrieden damit, dass ich meine Aktivität behalten habe, denn viele machen sich ja zum neuen Jahr irgendwelche Vorsätze. Und ich habe mir dieses Jahr nur einen Vorsatz gefasst, nämlich dass ich 4 Videos die Woche hochladen kann. Und eventuell werden es bald 5. Ein eventueller unregelmäßiger Doppel-Upload am Sonntag ist geplant, weil ich da gemerkt habe, die Leute feiern das so, dass man um 12 oder um 13 Uhr dann nochmal ein Video hochlädt. Kann ich auch verstehen, weil die meisten YouTuber am Sonntag nichts hochladen und auch auf Twitch so 12, 13 Uhr tote Hose ist. Auf alle Fälle könnt ihr euch darauf freuen. Ich werde jetzt versuchen, ja, weiterhin meine FIFA-Linie beizubehalten und ihr könnt mir auf alle Fälle sagen, ob ihr mehr Real Talk sehen wollt. Wollt ihr mehr Real Talk sehen? Bisschen mehr, ja, jetzt nicht ansagen, sondern normalen Real Talk, wo ich über manche Themen schnacke, einfach meine Meinung dazu äußere. Das könnt ihr mir auf alle Fälle auch reinschreiben. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin aktiv am Ball und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich würde sagen, euer FIFA-Sweater ist raus und damit würde ich sagen, haut rein und ciao.